Und weiter geht's mit Varius Woods. Beim letzten Mal haben wir ja, wie wir hier sehen können, Aqualea total weg und kaputt gepwnt und wollen uns nun weiter auf den Weg machen durch Varius Höhlen oder wo auch immer wir uns hier gerade befinden. Angst ist der Schlüssel. Möchtest du versuchen, deinen Bildschirm zu leeren? Oder willst du versuchen, einen zu füllen? Und hier, hier haben wir noch einmal den Beweis dafür, dass wir es hier mit dem Kaffeesatz der Nintendo-Welt zu tun haben. Zuerst haben wir es mit einem ausgestoßenen Boot zu tun und als nächstes erwartet uns ein ausgestoßener Zora. Mann, das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht. Und unser Gegner hat nicht mehr so wirklich viel da in seinem blöden Screen rumfliegen. Aber so, jetzt senke ich dir die Decke ein bisschen und baller dir noch da die Monster hin, die du sofort in einen Diamanten verwandelst, den du auch gezielt einsetzt. Okay, ich gebe nicht auf. Ich muss jetzt hier schnell diesen Diamanten machen. Ja, dann gib mir noch einen. Ungünstig auf. Ach! Ja, da freust du dich! Yeah! Das ist noch nicht vorbei. Und pass mal gut auf, ich habe keine Lust hier gegen irgendwelche dummen No-Names zu verlieren, die absolut nichts im Nintendo-Universum auf die Reihe kriegen. So, jetzt mache ich. Was mache ich eigentlich jetzt? Genau, jetzt mache ich hier erstmal die hellblauen und direkt hier. Genau. Da hätte ich doch jetzt was viel Besseres machen können. Also, ihr müsst entschuldigen, es ist nämlich hier auch schon voll spät, voll die Nacht und so. Und anscheinend bin ich auch irgendwie geistig ein bisschen umnachtet gerade. Hahaha. Okay, aber hier mache ich jetzt einen Diamanten und. Wham! Und direkt. Ja, direkt hier nachsetzen und. Bazinga! Um deine Frage zu beantworten, jetzt werde ich versuchen, dich da zu zerquetschen. Und das sollte jetzt auch eigentlich nicht mehr so lange dauern, wenn ich diese blaue Bombe, genau, wenn ich das mache, bist du so gut wie eingequetscht. Wenn da jetzt nicht so ein scheiß rotes Bombengedünstings kommt. Aber das sieht, ach, ich warte jetzt einfach hier und sehe zu, wie du weinst. Oder einfach nur da dumm rumstehst. So, jetzt steht's wieder unentschieden. Und soll ich versuchen, dich wieder einzuquetschen oder einfach mal meine Monster hier wegmachen? Noch erstmal jetzt hier einen Diamanten und so. Okay, du hast mir da ein bisschen zu viel Blau, aber ich spekuliere einfach mal darauf, dass du zu blöd bist, jetzt irgendwie mit dieser blauen Bombe einen Diamanten zu machen. Und ich habe Gold richtig spekuliert. Wie gesagt, diese Gegner haben absolut nichts auf dem Kasten.
Und ich habe einen Kommentar bei der letzten Folge bekommen, dass die Musik einfach nur grausam ist. Und das ist definitiv richtig. Wahrscheinlich handelt es sich hierbei um eine weitere Art der Folter, um das Ganze für den menschlichen Spieler noch ein bisschen schwerer zu machen. Wenn wir schon keine vernünftige KI haben, machen wir ihm doch wenigstens noch die Ohren kaputt. Und nun sieht es ja eigentlich total beschissen für dich aus. Ich bin ehrlich gesagt gerade gar nicht motiviert, mich hier wirklich anzustrengen. Da hätte man sicherlich mehr draus machen können, aber ich meine, die Gegner machen doch hier auch nur Quatsch. Und solche Kappesköpfe. Okay, aber das sieht eigentlich... das sieht eigentlich für den ganz gut aus. Okay, jetzt muss ich mal hier... Gib mir eine blaue Bombe, du dummes, kleines Mistviech. Genau. Ja, gib mir so eine blöde Farbe. Okay, ich glaube, eigentlich soll man ja nie aufgeben, aber... ach, hier war gerade wirklich nichts mehr drin. Na gut, 2-2. Das nächste Spiel bringt die Entscheidung. Okay. So möge es sein. Ich habe heute die Two and a Half Man Folge mit der Satanistin gesehen, wo Ellen auch immer so schön gesagt hat, so möge es sein. Ah, zum Glück ist unser Zora hier nicht in der Lage, uns hier ein Gerstenkorn oder was auch immer zu verpassen. So, stattdessen spamme ich den jetzt einfach mal mit Diamanten zu. Und ein weiterer Schritt, um dich einzuquetschen. Das hilft dir nicht, das hilft dir ultra gar nicht. So, jetzt löse ich hier nochmal einen Diamanten ein und so, das klappt auch. Und ein weiterer Schritt, um dich hier einzuquetschen. Und jetzt sehe ich kein Rot mehr, aber du wirst Rot sehen. Komm, Rot, Rot. So, und Gelb da rein, Gelb, ja! Bazinga! So, und das kann... Ich kann dir auch hier so ein Ei dahin schleudern. So, und... und jetzt... ich glaube, das kann ich nicht mehr wirklich verkacken. Nein, das war's für dich. Ja, und hier haben wir eine Mischung aus Bildschirm komplett gecleared und Gegner fast eingequetscht. Ich meine, die machen, wenn man sich anstrengt, dann machen die es einem eigentlich wirklich ziemlich schwer, sich zu entscheiden hier, ob man es schafft, hier den Bildschirm selber zu leeren oder ob die vorher schon da irgendwie angequetscht sind. Oh, da regt er sich auf. Razor oder
Razor. Wie ich sagte, Zora Razo. Ein entarteter Zora aus seiner Zora-Rasse verstoßen. Wahrscheinlich, weil er nichts gebacken bekommt oder weil er zu blöd ist, seinen Namen richtig auszusprechen. Vielleicht, wenn die Zora-Babys immer Zora, Zora sagen, also wie so ein Pokémon, hat er immer nur Razo, Razo gesagt. Und da hatten die anderen einfach keinen Bock mehr auf ihn. Und gucken wir noch, wer uns, oder wollen wir uns das als einen ganz genialen Cliffhanger aufheben? Wer könnte uns nun als nächstes erwarten? Wir werden es beim nächsten Mal sehen. Bis dann. Wie komme ich hier jetzt raus? Genau.